Wir sind hier an der Radbahn. Wir gucken auf einen Lastenradabstellplatz. Wir gucken auf einen übervollen Mülleimer, wo man reinwerfen kann, wenn man fährt. Viele, viele Beete. Was ist hier, lieber Matthias? Ah, hier ist eine Vielfalt von Interventionen, die alle den Weg in die Zukunft bereiten sollen. Also sprich mal, also man sagt Disruption dessen, was wir hier gewohnt sind. Hier standen mal Autos und stattdessen haben wir viele Pflanzen in die Erde gesteckt, die jetzt langsam anfangen zu blühen, die wir 3 Jahre lang pflegen und da müssen sie alleine zurechtkommen. Und ihr habt ja auch verschiedene Ansätze an Pflanzen. Also erstmal muss ich sagen, ich war sehr überrascht, wie weit die schon gediegen sind. Das ist an manchen Ecken ja schon richtig dicht und grün. Was vergleicht ihr da miteinander? Aber wir wollen wissen, es ist ja eine harte Bedingung. Wir haben, also es wird immer heißer in Berlin, wie Berlin ist irgendwann Rom. Und wir brauchen Pflanzen, die mit diesen Temperaturen klarkommen, mit wenig Wasser. Und die haben wir auch ausgewählt. Wir schützen sie durch so eine Steinschicht obendrauf. Und tja, eines Tages hoffen wir, das Wasser oben vom Viadukt abzapfen zu können. Ist ziemlich dreckig, belastet. Wir reinigen das auch über Pflanzen und wollen es dann irgendwie in diese Beete schicken. Und ich habe eben gesehen, hier spielen ja sogar erwachsene Menschen mit Dingen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ich hatte das mit Dosen und so einer Schnur dazwischen. Also diese spielerischen Elemente waren euch auch wichtig, oder? Ja, bei mir waren es Joghurtbecher und wirklich Schläuche und dann haben wir 5 Kinder haben sich unterhalten über so einen langen Flur auf dem Bauernhof. Ja, die machen das einfach. Wir sagen, es ist öffentlicher Raum, bespielt es, als sei es ein Wohnzimmer. Deswegen haben wir auch ein paar Wohnzimmerleuchten aufgehängt, Akzentbeleuchtung. Naja, ist noch ganz schön laut hier, aber viele Leute lassen sich hier da nieder. Mich hat vor allen Dingen der Vorher-Nachher-Vergleich beeindruckt. Eigentlich nur ein paar Meter weiter sieht man, wie es vorher war, wie alles zugeparkt war, jenseits von guter Lebensqualität. Und da fuhr auch keiner Rad, obwohl in der Mitte ja Platz war. Also danke an Matthias und danke an die Paper Planes. Und ich hoffe sehr, dass der Senat Berlin dieses Projekt auf jeden Fall weiterführt.